sad. Consumers and just stay tight, we have to go. You made it. Sie sehen es. Wir haben es geschafft. Mit Ihnen, den Unterstützern, den Freunden, den Familien. Und somit stehen wir auch dieses Jahr hier wieder im Audimax der Universität Paderborn am 26. April. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und heiße Sie herzlich willkommen zum 12. Rollout des PX 2018. Sehr geehrte Sponsoren, Familien, Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Erik Walter. Ich bin der Finanzvorstand des UPB Racing Teams und zusammen mit Julia Koch, der zweiten Vorsitzenden, und Lukas Huck, dem ersten Vorsitzenden, werden wir Sie heute durch den Abend geleiten. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind ja heute hier, um endlich den PX 2018 zu enthüllen. Und bis Sie den sehen, müssen Sie sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Aber wahrscheinlich haben Sie beim Reinkommen im Foyer schon die älteren Modelle der vergangenen Saisons gesehen, wie zum Beispiel den PX217. Und mit dem waren wir letztes Jahr wirklich viel unterwegs und damit gebe ich einmal direkt die Frage an Lukas weiter. Lukas, was hat denn der PX217 geleistet letztes Jahr und wo wollen wir jetzt mit unserem PX218 eigentlich hin? Ja, herzlich willkommen auch noch einmal von meiner Seite. Der ein oder andere von Ihnen war vielleicht heute vor genau einem Jahr schon mal hier im Audimax der Uni Paderborn. Denn damals haben wir den letztjährigen Rennwagen, den PX217, hier präsentiert. Besonderheit damals war, dass wir vor dem Rollout bereits die ersten Meter gefahren sind. Dadurch konnten wir nach dem Rollout sofort in unsere Testphase durchstarten und uns auf die Events vorbereiten. Dort erwies sich der Rennwagen nicht nur als schnell, sondern auch als sehr zuverlässig. So konnten wir bereits vor dem ersten Event rund 500 Testkilometer sammeln. So ging es dann gut vorbereitet in unser erstes Event. Das führte uns nach Ungarn, an den Euroring in der Nähe von Budapest. Klassischerweise begann dieses Event nach der technischen Abnahme zunächst mit den statischen Disziplinen. Hier muss zunächst im sogenannten Design Report die Konstruktion, das Konzept des Rennwagens vor einer Jury aus erfahrenen Ingenieuren aus der Automobilindustrie verteidigt werden. In der zweiten Disziplin, dem Post-Report, geht es darum, jeden einzelnen Fertigungsschritt dieses Rennwagens gezielt und detailliert aufzulisten. Vom Fräsen eines Bauteils bis zum Eindrehen einer Schraube. Hier konnten wir die Jury überzeugen, denn beim Aushang der Ergebnisse war klar, dass sie unter den Top 5 sind.
Das genaue Ergebnis sollte bei der Siegerehrung bekannt gegeben werden. In der dritten Disziplin, im sogenannten Businessplan, muss das Team eine Vermarktungsstrategie für den Rennwagen entwickeln und diese Strategie einem fiktiven Investor verkaufen. Auch hier konnten wir die Juroren überzeugen und standen nach dem eigentlichen Businessplan in den sogenannten Finals. Hier dürfen die besten Teams auf der großen Bühne noch einmal ihren Businessplan vorstellen, um schlussendlich die Reihenfolge der Teams zu ermitteln. Hier belegten wir schlussendlich einen 7. Platz, zusammen mit den zuverlässigen Leistungen in den dynamischen Disziplinen und einem hervorragenden 3. Platz im Cost Report, wie Sie hier im Hintergrund sehen, war die Freude groß, belegten wir am Ende einen 7. Gesamtplatz, was allerdings einen 3. Gesamtplatz bei den Verbrennerfahrzeugen entspricht, da hier beide Klassen zusammengewertet wurden. Mit so einem guten Ergebnis im Rücken ging es für uns dann knapp eine Woche später schon weiter, nach Österreich an den Red Bull Ring. Hier konnten wir diesmal besonders in den statischen Disziplinen überzeugen. In der ersten Disziplin, dem sogenannten Acceleration, muss eine 75 Meter lange Gerade in möglichst kurzer Zeit aus dem Stand bewältigt werden. Anschließend geht es in der zweiten Disziplin, dem Skidpad, einem Handling-Parcours in Form einer 8, darum, den Parcours zweimal rechts herum, zweimal links herum zu durchfahren. Die zwei besten Zeiten werden zusammengerechnet und ergeben die Reihenfolge der Teams. Hier kommt es dann besonders auf ein gutes Fahrwerk und eine hohe Querbeschleunigung an. Die dritte Disziplin, das Autocross, ist ein Rundkurs mit rund 1 Kilometer Länge. Die Besonderheit hier ist, dass dieses Autocross auch gleichzeitig das Qualifying für das Endurance, die Königsdisziplin der Formula Student, darstellt. Im Endurance muss diese Strecke rund 22 Mal, also knapp 22 Kilometer lang, bewältigt werden mit einem Fahrerwechsel in der Mitte nach 11 Kilometern. Das hört sich erstmal relativ wenig an, diese 22 Kilometer, sind jedoch für diese Prototypenfahrzeuge, die Einzelstücke sind, dann doch immer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung. In dieser Disziplin, die 30% der Punkte gibt, konnten wir besonders glänzen mit einem 4. Gesamtplatz. Hier hatte sich unsere gute Vorbereitung ausgezahlt und auch im Businessplan konnten wir mit einem 5. Platz ein sehr, sehr gutes Ergebnis belegen. Schlussendlich ergab sich der 4. Gesamtplatz, was uns jedoch sonntagsabends nach der Siegerehrung noch gar nicht bekannt war. Denn klassischerweise wurden dort bei der Siegerehrung auch nur die ersten 3 Teams geehrt und die restlichen Ergebnisse wurden nicht mehr ausgehangen. Erst als 2 Tage später wir wieder zu Hause in Paderborn waren und die meisten Teammitglieder ihre wohlverdiente Pause genossen haben, wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Mit so einem guten Ergebnis im Rücken fiel dann die Vorbereitung für unser 3. Event, die FS Hungary in Ungarn in der Stadt Győr, noch deutlich leichter. Auch hier wussten wir mit einem 2. Platz im Businessplan und einem 5. Platz im Design Report wieder zu überzeugen. Hier ergab sich dann daraus ein 2. Gesamtplatz. Besonders stolz sind wir aber auf den Sonderpreis für das Best Self-Made Vehicle, das heißt für das Auto mit der besten Fertigungsqualität. Schlussendlich kann man also sagen, die Saison war sehr, sehr erfolgreich. Aber um Ihnen einen noch besseren Eindruck zu vermitteln, wie so ein Formula Student Event überhaupt abläuft, haben wir hier ein kleines Video vorbereitet. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Come on.
Um jetzt die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft zu schlagen, muss ich natürlich jetzt noch erzählen, wo wir dieses Jahr hinfahren. Auch dieses Jahr sind wir wieder für 3 Events qualifiziert. Wir starten Anfang Juli bei der FS Italy in Italien. Ohne große Unterbrechung geht es dann für uns weiter nach Ungarn, zu FS East. Und zu guter Letzt steht für uns auch wieder unser Heimevent am Hockenheimring an. Wir hoffen, dass die Saison auch wieder so erfolgreich wird wie die letzte und derjenige, der ihn nächstes Jahr hier berichten darf, auch so viel Positives zu erzählen hat. Vielen Dank. Sie sehen es, unglaubliche Erfahrungen, die wir sammeln durften. Und genau diese Erfahrungen sind es, die mich und andere Teammitglieder dazu bringen, weiterzumachen und sich weiter für das Projekt UPB Racing zu engagieren. Und das alles freiwillig, neben dem Studium. Das ist natürlich alles ohne Unterstützung überhaupt gar nicht möglich. Einer der Unterstützer, die uns von Anfang an unterstützen und somit das gesamte Projekt erst möglich machen, ist die Universität Paderborn. Deshalb würde ich gerne stellvertretend für die Universität einmal Professor Dr. Schöppner, Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement, auf die Bühne bitten. Professor Schöppner, wieso wird das Projekt eigentlich so großzügig vom Präsidium unterstützt? Schönen Dank. Ja, warum unterstützen wir das? Das hängt natürlich damit zusammen, was hier passiert. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass es letztes Jahr gut gelaufen ist. Und wir haben natürlich 2 Gründe, warum wir das machen. Das eine ist der große, große Beitrag, den das UPB Racing Team leistet für die Außendarstellung der Universität. In der Außendarstellung der Universität sind sie präsent, sie sind erfolgreich, sie machen was und sie machen was her, insbesondere auch in der Ansprache der Studierenden und in einem sinnstiftenden Projekt, was unsere Studenten machen können. Und das Zweite habe ich gerade schon angefangen. Es ist nicht nur die Außendarstellung, die für die Universität wichtig ist, sondern auch das, was sie zusammen leisten. Das UPB Racing Team ist ein interdisziplinäres Team. Bevor ich diesen schönen Job gekriegt habe als Vizepräsident für Lehre und Studium, war ich Dekan der Fakultät für Maschinenbau. Und das ist auch der Grund, warum die Präsidentin gesagt hat, geh du hier mal hin. Weil natürlich hat UPB Racing Team auch was mit Maschinenbau zu tun. Und, aber nicht nur. Wenn Sie sich Ihr Team begucken, dann werden wir feststellen, dass hier nicht nur Maschinenbauingenieure oder angehende Maschinenbauingenieure zusammenarbeiten, sondern ein ganz, ganz buntes Team aus allen Fakultäten dieser Universität, wo jeder das einbringt, was er gut kann und jeder das lernt, was ihn auch nach vorne bringt, weil es gibt viele Sachen, die sind völlig unabhängig davon, ob Sie als Ingenieur in einem Team arbeiten oder als BWLer in einem Team arbeiten oder als Kommunikationswissenschaftler in einem Team arbeiten. Es geht darum, dass Sie gemeinsam ein Ziel verfolgen, gemeinsam unter Termindruck etwas hinkriegen müssen, Spezifikationen erfüllen müssen, Sachen zusammenschaffen müssen. Und das funktioniert in diesem UPB Racing Team Jahr für Jahr ganz hervorragend und das beeindruckt uns tief, sowohl in Fakultät als auch in der Hochschulleitung, weil sie natürlich Jahr für Jahr diese Teamwechsel haben, Jahr für Jahr die Personalwechsel haben, Jahr für Jahr mit dem Automobil und dem Racing Car von vorne anfangen und sie schaffen es jedes Jahr, wie wir da draußen ja schon gesehen haben, anhand der Fahrzeuge. Das finden wir tief beeindruckend und das finden wir natürlich auch unterstützenswert. Und wir sind ja nicht alleine. Es ist nett, dass Sie die Unterstützung der Universität hervorheben, aber es gibt ja auch viele andere, die hier finanzielle Beiträge leisten. Und insofern ist das eine Arbeitsteilung. Das UPB Racing Team leistet die Arbeit und andere stellen Räume oder finanzielle Mittel oder Unterstützung bereit. Und das, was am Ende dabei rauskommt, das sehen wir gleich im Vorblick auf das Jahr 2018. Und was im Jahr 2017 dabei rausgekommen ist, das haben wir schon gehört. Insofern ist Ihnen die Unterstützung der Universitätsleitung sicher an dieser Stelle. Schönen Dank.
Kommen Sie ruhig noch hier. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Wir wollen Ihnen stellvertretend für das Präsidium und auch für die ganze Universität gerne diesen Preis übergeben, als Zeichen der Dankbarkeit des Teams für die jahrelange Unterstützung. Und wir hoffen natürlich auch weiter, dass in den nächsten Jahren das Präsidium, die Uni, das Team weiterhin so nett unterstützt. Ja, nicht zu vergessen bei unserem Projekt ist ja, dass unser Verein als ein kleines Unternehmen agiert. Das heißt, dass zum Beispiel das Anwerben von neuen Teammitgliedern oder generell das Marketing ja wirklich essentiell dafür sind, dass dieser Verein überhaupt besteht. Und zudem haben Sie ja auch schon bereits gesehen, dass auch der Businessplan eine wichtige Disziplin auf den Wettbewerben darstellt. Und hierbei unterstützt uns jetzt auch schon mehrere Jahre das Technologietransfer- und Existenzgründungszentrum der Universität Paderborn, kurz TechUp. Und stellvertretend für TechUp bitte ich jetzt einmal Sonja Golobovic, Sebastian Vogt und Niklas Montag zu mir nach vorne. So, ja. Egal ob Coachings oder Workshops oder auch Anliegen, die den Verein generell betreffen, ihr steht uns ja wirklich immer zur Seite und selbst wenn man mal total gestresst und spontan bei euch ins Büro platzt, Sonja, du erinnerst dich vielleicht, ja, ihr helft uns ja wirklich in jeder Lebenslage und deswegen steht ihr jetzt auch hier und bekommt einen kleinen Preis von uns und wir sagen vielen Dank für eure Hilfe. Oh, vielen Dank. Ja, das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von unserer Seite, von dem Team TechUp. Ja, in der Tat, Julia hatte das ja jetzt schon betont. Ich meine, prinzipiell, wir machen Existenzgründungsberatung und coachen eben Teams, die auf dem Weg sind, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und ja, eigentlich ist es jetzt nicht unbedingt üblich, dass wir jetzt studentische Initiativen unterstützen. Allerdings machen wir das schon seit mehreren Jahren, dass wir auch mit MTP, eben auch UPP Racing, intensiv zusammenarbeiten. Und vor 2 Jahren, meine ich, hat das nämlich das Ganze begonnen, unsere kleine Liebesgeschichte. Ich sage bewusst Liebesgeschichte, weil es waren auch immer mal wieder kleine Dramen da. Aber was ja zu einer erfolgreichen Liebesgeschichte dazugehört, ist ja natürlich auch der offene und sehr, sehr vertrauenswürdige Dialog. Und das ist das, was wir halt auch sehr schätzen als TechUp-Team, dass wir immer auch sehr, sehr offen in sämtliche Gespräche und in sämtlichen Lagen irgendwie Punkte ohne irgendwie Missgunst oder dergleichen auf jeden Fall ansprechen können und entsprechend auch immer eine Weiterentwicklung fördern können. Entsprechend, ich werde auch häufiger gefragt, was bedeutet denn eigentlich ein, oder Sonja, was würdest du sagen, was macht einen guten Coach aus? Ich sage, ein guter Coach, der sagt, der vermittelt Fachwissen, der sagt so, gibt so ein paar Methodiken an die Hand. Ich sage aber, aber wiederum ein exzellenter Coach, der ist eben auch für solche Momente da, für die Mental Stability, sagt man so gerne im Englischen, eben auch da, die richtige Unterstützung zu geben und zu fördern. Von daher muss ich auch sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben auch sehr, sehr viel gelernt über die Jahre. Ich werde es nicht vergessen, vor einem Jahr war ich auch mal persönlich in der Garage und habe mir alles mal zeigen lassen und erklären lassen. Ich glaube, damals habe ich dann Julian und Stefan sehr, sehr viele Fragen in den Bauch, also viele Löcher in den Bauch gestellt und von daher war alles, hat das so begonnen und wir sind sehr, sehr dankbar dafür und bedanken uns auch sehr recht herzlich für die und natürlich hoffen wir, dass wir die Erfolge jetzt anknüpfen können. Vielen Dank. Jetzt haben wir gerade schon gehört von Professor Schöppner, die Uni ist natürlich nicht der einzige Unterstützer dieses Teams und dieses Projektes. Dieses Projekt kann nur leben, weil so viele Leute, so viele Firmen uns unterstützen als Sponsoren. Und deshalb möchten wir hier an dieser Stelle die Gelegenheit nochmal nutzen, uns bei allen Sponsoren ganz herzlich zu bedanken für die jahrelange Unterstützung. Dabei tun sich Jahr für Jahr immer wieder Sponsoren hervor, die aus der Masse herausstechen. Und wer schon mal hier war, der weiß, dass wir diese Sponsoren Jahr für Jahr auch immer wieder ehren.
Und die erste Firma, die wir ehren wollen, ist die Firma Bendler aus Paderborn. Wie eben schon gehört, ist das unser 12. Auto und auch Bendler ist mittlerweile in der 12. Saison dabei. 11 davon als einer unserer Hauptsponsoren. Dabei geht es nicht nur um Sachspenden, sondern auch um Know-how, wie zum Beispiel den jährlich stattfindenden Bendler-Schweißkurs für Teammitglieder. Ich möchte deshalb stellvertretend Sebastian Disse nach vorne bitten, um den Preis entgegenzunehmen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir auch in diesem Jahr mit einem Preis bedacht werden. Ja, erstmal ist es uns natürlich auch immer eine Freude, dem Team, also das Team zu unterstützen und zu sehen, wie das Ganze wächst und wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe mir dieses Jahr auch mal die Mühe gemacht und mal geguckt, wie viele, ja, sag ich mal, Ergebnisse daraus denn hervorgekommen gekommen sind. Also es gibt ja einmal die normalen Ergebnisse, aber eben auch Arbeiten, die wir entsprechend betreut haben, also aktiv unterstützt haben von Bendler. Und da, ja, ist es für uns auch immer schön. Also wir lernen auch immer sehr viel dabei. Wir sind zwar in der Automobiltechnik tätig, aber auch wir haben Dinge wie Messsysteme und andere Themen, wo wir eben dazulernen können. Und es sind in Summe 45 Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit aktiv mit Bendler gemacht worden und betreut worden. Ja, ich denke, das ist eine super Teamleistung und auch ein Applaus wert. Also und davon abgesehen, freuen wir uns natürlich immer, wenn wir die Studenten dann entsprechend im Rahmen dieser Abschlussarbeiten kennenlernen dürfen. Ich darf das Team jetzt seit 2011 bei Bendler betreuen und es ist mir immer wieder eine Freude. Und aber auch schön ist, dass eben auch 11 ehemalige Teammitglieder den Weg zu Bendler gefunden haben und auch da geblieben sind, also eben auch dann angefangen sind als Mitarbeiter bei uns. Und ja, ich denke, das ist auch eine super Teamleistung und so kann es weitergehen. Also ich freue mich auf eine tolle nächste Saison und wünsche euch alles Gute oder uns allen für die Ergebnisse für 2018 und ja, einfach viel Erfolg. Danke. Ja, es sind nicht alle Sponsoren so lange dabei wie die Firma Bendler. Ein Sponsor kam letztes Jahr im Nachgang dieses Rollouts aufgrund der Berichterstattung in der Presse initiativ auf uns zu. Das war die Firma Fichtner und Schicht aus Schlangen. Daraus hat sich mittlerweile eine ziemlich erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt. Ich bitte daher, Herrn Markus Zack nach vorne, um den Preis entgegenzunehmen. Ja, vielen Dank für den Preis. Ihr habt es gerade gesagt, wir sind ja seit dem letzten Jahr dabei. 2012 haben wir das erste Mal darüber nachgedacht, ob wir uns nicht in irgendeiner Form engagieren wollen. Damals habe ich mir für die Idee bei unserem Geschäftsführer noch eine blutige Nase geholt. Umso mehr kann man vielleicht sagen, dafür dann umso intensiver seit dem letzten Jahr. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und ich bin gespannt. Vielleicht können wir irgendwann dann auch mal von vielen weiteren Verknüpfungen berichten, so wie gerade die Firma Bendler auch. Vielen Dank und viel Erfolg in der neuen Saison. Ja, wie Sie später noch sehen und hören werden, ist so eine Fertigungsphase für das Team gerade in den letzten Wochen immer sehr, sehr anstrengend. Und da ist man froh, wenn Sponsoren Teile sehr, sehr schnell und sehr zuverlässig fertigen, sodass man sie wieder in der Werkstatt hat, um sie verbauen zu können. In diesem Fall geht es um die Radnaben unseres Rennwagens, die uns die Firma AEU-Tech in nur 6 Tagen gefräst hat, sodass wir uns am Ende der Fertigungsphase eine Menge Stress ersparen konnten. Ich bitte nun Herrn Uwe Wintermantel, stellvertretend für die Firma AEU-Tech, nach vorne und den Preis entgegenzunehmen.
Ja, ich kann mich eigentlich nur für die Firma IUTech, im Namen der Firma IUTech bedanken für den Preis. Wir sind eigentlich ein bisschen stolz darauf, dass wir euch unterstützen dürfen. In der Firma gibt es mehrere Rennsportfanatiker, die stolz darauf sind, ein Teil dieses Boliden zu sein. Und ich habe gehört, ihr habt bis heute Morgen früh an dem Rennwagen noch geschraubt. Davor kann man eigentlich nur einen Hut ziehen. Und ich wünsche euch viel Erfolg in dieser Saison. Sie sehen es, uns wird tatkräftig unter die Arme gegriffen. Aber dieses Uns, von dem ich rede, was bis jetzt noch gar nicht so genau beschrieben wurde, wer das eigentlich ist und wie viel Herzblut dieses Uns in das Projekt UPB Racing steckt. Dieses Uns ist das, was den Rennwagen, der am Anfang mal eine kleine Idee von ganz wenigen war, zu einem großen, realen Formelrennwagen macht. Das Uns ist das, was sich Tag für Tag den Kopf darüber zerbricht, wie man den Rennwagen noch besser, noch effizienter und noch raffinierter bauen kann. Damit das Uns jetzt ein Gesicht bekommt, würde ich einmal bitte das Team auf die Bühne bitten. Euer Applaus. Ja, das geht jetzt einmal an die Familienmitglieder und Freunde. Und zwar kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor wie, ich bin noch in der Werkstatt oder ich komme gerade erst aus der Werkstatt oder ich schaffe es leider doch nicht. Wahrscheinlich haben Sie diese Sätze in den letzten Wochen oder Tagen wirklich oft gehört. Und genau deswegen möchten wir auch Ihnen hier und heute wirklich dafür danken, dass Sie so hinter uns und hinter unserem Projekt stehen. Dankeschön. Ein bunt gemischtes Team, welches jetzt in dieser Form schon mehrere Monate zusammenarbeitet. Und das Interessante und auch Schöne daran ist ja zu sehen, wie sich so ein Team entwickelt in einer Saison. Wie zum Beispiel neue Freundschaften entstehen und wie letztendlich dann in so stressigen Situationen auch wirklich zusammengehalten wird. Ja, liebes Team, es waren 7 Monate Arbeit, die letzten Wochen, Tage oder eher Nächte, wahrscheinlich sehr harte Arbeit. Immer wieder mit Höhen und Tiefen, aber ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass es mehr Höhen waren und dass wir bisher schon richtig tolle Zeit zusammen hatten. Und deswegen danken wir euch ganz herzlich für eure Leistung, weil ohne euch wird hier jetzt kein Rennwagen stehen. Liebes Team PX218, das ist euer Moment. Wir sind die Teams Chassis und Aerodynamik. Wenn wir nicht gerade auf dem Weg von Paderborn nach Meitingen oder von Meitingen nach Paderborn sind, um dort Teile zu fertigen, ist unsere Arbeit sehr vielseitig. Wir spachteln, schneiden, kleben, infusionieren und schleifen. Auch wenn das Schleifen dabei manchmal etwas Überhand nimmt. Wir sind das Team Fahrwerk. Als eine der größten Baugruppen nehmen wir unsere Arbeit sehr ernst. Bei uns wird gefräst, gedreht, geschweißt, infusioniert und auch jede Menge gefeilt. Aber mit dem Erreichen des Rollouts ist unsere Arbeit noch lange nicht getan, sondern fängt gerade erst an.
Denn beim Testen versuchen wir das Optimum, um die letzten Zehntelsekunden aus dem Wagen herauszuholen. Aber damit das alles klappt, steht uns der Teamgeist an erster Stelle. Wir sind das Team Elektrotechnik. Hexerei hinter verschlossenen Türen, saubere Räume, späte Arbeitszeiten. Im Grunde sind wir genauso, wie man sich E-Techniker vorstellt. Wir kümmern uns um die selbst entwickelten Platinen, die Sensorik und den Kabelbaum, der alles verbindet. Vielleicht wird es dabei doch etwas unordentlicher, aber ohne uns wäre der Motor trotzdem nur ein Klumpen Metall. Wir sind das Team Motor und Antriebsstrang. Mit dem Zusammenbau eines Motors in einer Kfz-Werkstatt verbindet so manch einer das. In der Realität läuft das aber etwas anders. Jeder Motor wird bei uns komplett auseinandergebaut und jedes Einzelteil begutachtet und gesäubert. Anschließend wird alles wieder zusammengebaut, wobei jedes kleinste Detail entscheidend ist. Dabei kommt bei uns der Spaß aber definitiv nicht zu kurz. Ja, wir sind das Team Businessplan. Im letzten Jahr waren wir zweimal in den Finals. Man würde also denken, wir säßen abgekapselt vom Rest des Teams in einem schicken Glasbüro, während wir am Businessplan schreiben. Auf den Laptops natürlich immer die aktuellsten Börsenkurse und die neuesten Trends aus dem Silicon Valley. In der Realität sieht die Sache aber etwas anders aus. Hier trägt eine lockere und entspannte Atmosphäre, wie etwa das traditionelle Businessplan-Frühstück, zu unserem Erfolg bei. Wir sind das Team Cost Report, die mit dem Kosten im Blick. Es besteht aus dem jetzigen und dem ehemaligen Finanzvorstand. Die Saison über arbeiten wir äußerst konzentriert und gewissenhaft. Wir sind außerdem im Team für unsere beispiellosen Excel-Kenntnisse bekannt. Das hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder auf den Events bewährt. Mit dem dritten Platz in Ungarn haben wir nicht nur uns selbst zum Feiern gebracht, sondern auch das gesamte Team. Ja, liebe Damen und Herren, jetzt, wo Sie nicht nur das Team besser kennengelernt haben, ist es endlich soweit. Der Moment, auf den wir alle hingearbeitet haben und für den wir heute auch alle zusammengekommen sind. Die Enthüllung des PX218. Sieben Monate lang wurde konstruiert, entwickelt, gefertigt und gebaut. Das ist er, das ist der PX218. Und Sie sehen wieder, neue Bauteile, neue Ideen und noch mehr Raffinesse. Aber um Ihnen schon mal einen kleinen Überblick zu verschaffen, was für Highlights an dem Auto sind, würde ich gerne Lukas Huck und die technischen Leiter bitten, uns den Rennwagen etwas besser zu erklären. Ja, bevor wir jetzt genauer auf die technischen Neuerungen des PX218 eingehen, möchte ich Ihnen erstmal die Person vorstellen, die bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs federführend mitgearbeitet haben. Hier hätten wir zum einen André Heining, unseren technischen Leiter des Fahrwerks, der mit seinem Team dafür sorgt, dass das Fahrzeug in der Spur bleibt. Dann haben wir Nils Overkamp, der als technischer Leiter des Chassis dafür sorgt,
das das Grundgerüst des Fahrzeugs zusammenhält. Damit unser Rennwagen auch vorwärts kommt, haben wir Adrian Nessel, den technischen Leiter Motor und Antriebsstrang. Das haben wir eben gehört, ohne Elektronik würde der Motor nicht wirklich funktionieren. Deshalb haben wir Henning Steinhagen, unseren technischen Leiter Elektrotechnik. Zu guter Letzt haben wir noch Stefan Lübbecke, der dieses Jahr für die Entwicklung des Aerodynamikpakets verantwortlich war und somit hoffentlich für höhere Kurvengeschwindigkeiten und bessere Rundenzeiten sorgt. Das Erste, wenn man an so ein Auto denkt, sind erstmal, es hat vier Reifen, deshalb fangen wir mal mit dem Fahrwerk an. Deshalb zunächst erstmal die Frage an dich, André. Was war denn die wichtigste Änderung am Fahrwerk des PX218? Ja, Lukas, also bei uns gab es jede Menge kleine Änderungen, aber die größte Änderung, die wir dieses Jahr hatten, war die Neuentwicklung der Fahrwerkskinematik. Vielleicht erklärst du nochmal genauer, was ist denn die Fahrwerkskinematik? Also die Fahrwerkskinematik sorgt grob dafür, dass wir unsere gewünschte Spur bei möglichst hoher Geschwindigkeit sicher halten können. Okay, und wo liegt da jetzt die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr? Also der einzige Kontakt zwischen Fahrzeug und Straße sind ja die Reifen. Und um möglichst viel Kraft auf die Straße übertragen zu können, haben wir zum Beispiel unser Nick-, Wank- und Sturzänderungsverhalten optimiert, um eine möglichst große Radaufstandsfläche und vor allem auch gleichmäßige Radaufstandsfläche erreichen zu können. Okay, jetzt ist das ja erstmal sehr viel Theorie. Wie können wir denn später in der Praxis feststellen, ob das funktioniert hat? Ja, es geht zum einen über das Gespräch mit den Fahrern, aber zum anderen auch über das Auswerten von fahrdynamischen Daten, wie zum Beispiel Querbeschleunigung oder Gierrate, mit unserem überholten und fest integrierten Messfahrwerk. Okay, vielen Dank. Ja, um das Fahrwerk zusammenzuhalten, brauchen wir jetzt natürlich ein Chassis, sonst würden die Reifen ja in der Luft hängen. Nils, welche Änderungen musstest du denn machen, weil André was am Fahrwerk geändert hat? Ja, wie André eben schon sagte, fahren wir dieses Jahr eine neue Kinematik. Aufgrund dieser werden in diesem Jahr auch andere Kräfte, höhere Kräfte teilweise, in das Chassis eingeleitet. Damit diese auch dieses Jahr aufnehmen kann, mussten wir das komplette Chassis neu überarbeiten und ja, neu berechnen quasi, damit wir in diesem Jahr auch die Fahrwerkskräfte aufnehmen können und die gesamte Saison mit diesem Chassis überstehen. Okay, jetzt geht es ja im Bereich Chassis nicht nur darum, dass die Performance stimmt. Ein weiterer wichtiger Teil ist auch die Fahrerergonomie. Was habt ihr denn in diesem Bereich dieses Jahr getan? Ja, wir haben zum Beispiel unseren Sitz überarbeitet. Im letzten Jahr haben wir unseren Sitz komplett neu entwickelt. Und auf Basis dessen, dessen Konstruktion und im Gespräch mit Fahrern konnten wir diesen hoffentlich deutlich optimieren und die Ergonomie erhöhen, damit dem Fahrer nichts mehr im Wege steht, die volle Performance abzurufen. Okay, Adrian, jetzt hat Nils ja gerade gesagt, er hat einen neuen Sitz. Er hat einen neuen Sitz entwickelt, um es dem Fahrer angenehmer zu machen. Was hast du denn getan, um das zu machen? Wir haben dieses Jahr ein elektronisches Gaspedal entwickelt, um einfach die Verbindung zwischen dem Fahrer und dem Motor deutlich zu verbessern und auch zu vereinfachen. Wo liegen denn genau die Vorteile eines solchen E-Gas-Systems? Weil der Fahrer muss ja immer noch normal und manuell Gas geben. Die Vorteile liegen erstmal darin, dass wir beim Abbremsvorgang ein Runterschalten ohne ein Betätigen der Kupplung erreichen, was uns erstmal im Kurveneingang deutlich Zeit bringt. Außerdem ist auch ein Vorteil, dass wir eine progressive Pedalkennlinie haben. Das heißt, wir können unser Drehmoment zum Gaspedal dorthin verteilen, wo wir es haben wollen. Wenn wir jetzt über Motoren sprechen, dann stellt sich ja immer zwangsläufig irgendwann die Frage nach der Leistung. Was hast du denn in diesem Jahr gemacht, um die Leistung zu verbessern? Ja, wir haben über den Winter vieles am Rumpf des Motors ausprobiert und verändert, um einfach ein größeres Drehmomentband und auch ein stärkeres Drehmoment zu erreichen. Dazu beigetragen haben aber auch Sachen wie, dass wir zum Beispiel dieses Jahr ohne Lichtmaschine fahren, wodurch wir von einer Batterie abhängig sind und dass wir auch bei höchster Kurvenbeschleunigung immer noch einen konstanten Benzindruck haben. Das haben wir erreicht mit einem neuen Tankkonzept. Okay, vielen Dank.
Ja, wir haben ja schon öfter gehört, der Motor würde ohne E-Technik nicht laufen, Henning. Jetzt hat Adrian ja gerade erzählt, dass ihr ein elektronisches Gaspedal verbaut habt. Was habt ihr denn daran einen Anteil? Ja, wir haben uns dabei um die Sensorik, Aktorik und um die nötigen Sicherheitsmechanismen gekümmert. Also im Grunde besteht das E-Gas aus e-technischer Sicht aus 6 Sensoren, dem Motorsteuergerät, einem umkonstruierten Servomotor und einer Extraplatine. Diese Platine deckt verschiedene Sicherheitsmechanismen ab, indem sie die Sensorwerte auswertet und vergleicht und eben im Notfall das System sicher runterfahren kann. Okay, jetzt hat Andrea eben auch erzählt, dass er ein neues, überarbeitetes Messsystem drin hat. Was habt ihr denn damit zu tun? Genau, also in Zusammenarbeit mit den Fahrwerkern, aber auch dem Motorteam haben wir in diesem, im PX 218, haben wir ein Sensornetzwerk aus insgesamt 25 fest verbauten Sensoren und nochmal 12 modularen Sensoren aufgebaut, mit denen wir sämtliche Messdaten aufnehmen können, unter anderem Drücke, Temperaturen, Beschleunigung, Dämpferpositionen oder alles, was wir brauchen. Im letzten Jahr haben wir dazu einen Logger im Fahrzeug entwickelt, der die Messdaten aufnimmt und wir können sie danach auslesen und analysieren. Dieses Jahr haben wir zusätzlich noch ein selbstentwickeltes Telemetriesystem implementiert, mit dem wir auch live am Streckenrand nochmal alle Sensordaten auslesen können und im Zweifelsfall sogar positiv beeinflussen können. Okay, vielen Dank. Ja, die optisch auffälligste Veränderung an so einem Rennwagen ist eigentlich immer das Aerodynamikpaket. Aber vielleicht erstmal als Eingangsfrage, Stefan, warum macht so ein Aerodynamikpaket den Rennwagen eigentlich schneller? Ja, also grundsätzlich, Lukas, beschäftigen wir uns natürlich damit, wie die Luft um den Rennwagen geleitet werden soll. Das bedeutet, wir können hier sehr gezielt beeinflussen, welche aerodynamischen Komponenten wie aufeinander abgestimmt sind und dadurch Abtrieb erzeugen. Das ist nämlich auch unser Hauptaugenmerk, nämlich Abtrieb zu erzeugen mit dem Aerodynamikpaket, weil das dafür sorgt, dass die Haftung der Reifen speziell in der Kurvenfahrt deutlich verbessert wird und somit sind höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich, wodurch wir dann auch eine Verbesserung der Rundenzeiten erreichen können. Okay, wer jetzt genauer hinschaut und vielleicht auch draußen schon den PX 217 gesehen hat oder auch den PX 216, für den sind vielleicht auffällig oder Änderungen am Aerodynamikpaket am auffälligsten. Was ist denn bei euch dieses Jahr geändert worden? Ja, also wir haben grundsätzlich natürlich viele verschiedene Aerodynamikkonzepte in unserer Strömungssimulation betrachtet. Grundsätzlich war es erstmal das Ziel, nochmal die Abtriebskraft zu erhöhen, speziell am Frontflügel. Da haben wir dieses Jahr auf Basis des Frontflügels vom letzten Jahr noch eine Menge an Abtrieb rausholen können und zusätzlich die Anströmung der nachfolgenden Aerodynamikkomponenten, also des Heckflügels und des Unterbodens, sowie die Anströmung der Kühlkörper, für die Adrian ja zusätzlich verantwortlich ist, nochmal deutlich verbessert, sodass wir jetzt nochmal insgesamt knapp die Abtriebskraft um 15% im Vergleich zum Vorjahr steigern konnten. Okay, es ist der Frontflügel ja ziemlich massiv geworden, gerade diese Türme in der Mitte sieht man ja, die verdecken ja den Kühler ganz schön. Kommt denn überhaupt noch Luft an? Ja klar, also am Kühler kommt natürlich noch genug Luftmassenstrom an, damit Adrian damit arbeiten kann. Wir haben dieses Jahr halt speziell im Bereich des Frontflügels im Main-Element eine ganze Menge geändert und auch das Seitenkastenkonzept, was beim PX 217 zum Beispiel noch aus einem reinen Kasten mit einer Flügelkonstellation an der Seite bestand, dieses Jahr in ein reines Flügelkonstellationsmodell geändert und konnten dadurch die Kühleranströmung bzw. den Luftmassenstrom noch mehr als verdoppeln und das, obwohl wie die Kühler bei Adrian im Motor noch mal kleiner geworden sind. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt die wichtigsten Änderungen am neuen Rennwagen ein bisschen näher bringen. Bis Sie sich das Ganze von Nahem anschauen können, müssen Sie sich aber noch ein paar Minuten gedulden. Eine Herausforderung ist es ja immer wieder, das Wissen, was sich in den letzten Jahren so angeeignet hat, auch weiterzugeben. Und man kann ja deutlich sehen, dass sich bezüglich Technik auf jeden Fall einiges getan hat. Und es gibt jemanden, der das Team von der ersten Saison bis heute mitbegleitet hat, beziehungsweise mitbegleitet, und die ganzen Veränderungen mal ein bisschen besser erklären kann. Wir haben ihn eben schon gesehen. Ich bitte nochmal Sebastian Disse zu mir nach vorne.
Ja. Erstmal überhaupt für die Ehre, dass ich hier sprechen darf. Genau, du standest ja jetzt eben hier repräsentativ für Bentler, aber jetzt stehst du ja hier wirklich als ehemaliges Teammitglied und hast ja selber von 2007 bis 2010 aktiv am Rennwagen mitgeschraubt. Was hat sich denn jetzt in den letzten 12 Jahren alles verändert? Ja gut, also es gibt viele Dinge, die sich verändert haben. Zum einen ist das Ganze natürlich professioneller geworden, das haben wir eben schon gehört. Die Autos sind deutlich leichter geworden. Wir waren noch bei 310 Kilo. Das ist ein kleiner Unterschied zu heute. Ja, dann war das Ganze natürlich mehr davon geprägt, das Auto einfach fertig zu bekommen und an dem Event teilnehmen zu dürfen. Und ja, aber wie das Ganze so angefangen hat, da habe ich ein paar Fotos mitgebracht und da möchte ich Ihnen mal ganz gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ja, eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern ich möchte ganz gerne mit Ihnen so eine kleine Zeitreise machen ins Jahr 2007. Hinter der Tür hat die Geschichte des PX27 angefangen, da ist er entstanden. Ich weiß nicht, ob es ja, einige noch kennen, Manfred auf jeden Fall. Manfred war von Anfang an auch dabei. Und ja, da waren wir in der Werkstatt mit 50 Quadratmeter und da haben wir ein Auto gebaut. Und ich habe da einfach mal so einen kleinen Schnappschuss mitgebracht. Man sieht das, also das ist jetzt andersrum, man guckt jetzt auf die Tür von innen. Hinten sieht man noch so einen Röhrenmonitor. Das war in unserer Zeit noch Stand der Technik. Oder aber auch, man sieht, ja, es ist alles ein bisschen unaufgeräumt. Wir haben das eben in eurem Video gesehen. Da ist ja alles sehr ordentlich. Es gibt Regale und alles hat seinen Platz. Das meiste auf jeden Fall, hoffe ich. ja, sonst sieht man einfach, war, ja, wurde fleißig an dem Auto natürlich gewerkelt die ganze Zeit, die wir irgendwie aufbringen konnten. Ja, da ist er wieder, unser ganzer Stolz. Dann einmal hinten sieht man das, so Böcke ausgeliehen von den Eltern. Hinten ein Schrank, der war auch entsprechend von der Oma übrig geblieben. Da wurden unsere Teile reinsortiert. Ja, so war das. Man hat einfach angefangen und ja, hat eben aus dem, was uns da zur Verfügung stand, ja, einfach was auf die Beine gestellt. Und das wäre natürlich nicht gegangen ohne die vielen Unterstützer. Muss man auch ganz klar sagen, also diese Chance zu haben als Ingenieur oder auch ja, als Mann und Frau generell so ein Auto bauen zu dürfen, das ist, finde ich, die größte Ehre, die man so, die einem zuteil werden kann. Und in dem Team hat es halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es ging eben nicht ohne den Herrn Plato zum Beispiel, der als Unikanzler immer uns unterstützt hat, die Frau Dorothee Meister als Schirmherrin. Aber auch die vielen drumherum, die Eltern, die Freunde, die Partner, die sehr viel Verständnis aufgebracht haben, sage ich mal, für die Zeit beim Rennwagen. Und aber auch die Leute vom Herrn Professor Schmid. Das ist eben im IW-Gebäude ja, der Lehrstuhl, der den inne hat, mit zwei anderen Lehrstühlen noch. Aber der Norbert Timborius mit seiner Fräse, der hat uns des Öfteren aus der Patsche geholfen und einfach dafür gesorgt, dass das, was an Werkzeug eben bei uns nicht da war, dann ausgeliehen werden konnte. Ja, das waren jetzt stehende Bilder. Ich habe viel in den alten Unterlagen geguckt und da fanden sich auch ein paar bewegte Bilder. Ich habe einfach mal, ich gucke mal, ob das so funktioniert direkt. Der Paderborner Universität geht zurzeit für viele Studenten nicht um Klausuren oder Hausarbeiten, sondern um einen ganz besonderen Rennwagen. Der wird von einem Studententeam konstruiert, gebaut und auf die Straße gebracht. Denn am nächsten Wochenende startet auf dem Hockenheimring die sogenannte Form Your Student. Das Rennwagenteam aus Paderborn ist mit dabei. Noch 10 Tage, dann darf hier kein Funke mehr fliegen. Bis dahin soll aus diesem Haufen Stahlstreben ein 300 Kilo schwerer Rennwagen werden. 10 Tage, das ist für Studenten jede Menge Zeit. Das Team hat hier in der Uni-Werkstatt jedenfalls die Ruhe weg. Schließlich haben sie schon 50.000 Euro Sponsorengelder zusammenbekommen, in einem Vierteljahr einen Rennwagen konstruiert. Da sollte der Zusammenbau des 160 Stundenkilometer Gefährts doch ein Kinderspiel sein. Der auf Bioethanol ausgelegte 75 PS Motorradmotor sitzt jedenfalls wie angegossen. Doch jetzt will die Auspuffanlage einfach nicht mehr passen. Für Maschinenbauer Nils Kinderkram. Er hat an diesem Tag noch viel vor. Wenn jetzt der Motor drin ist und der Auspuff dann doch wieder passen sollte, dann kommt der Kabelbau mit Steuergeräten dran, der Tank noch. Und dann können wir im Prinzip den Motor schon wieder laufen lassen.
da wir ja auch am Wochenende noch mal auf den Prüfstand fahren. Auf dem Bildschirm sieht das Rennauto schon gut aus. Doch in 5 Tagen wird der Wagen offiziell vorgestellt. Spätestens dann muss er fertig sein. Fahrwerkskonstrukteur Michael macht die letzten Zeichnungen fertig. Denn auch die interessieren die Jury in Hockenheim. Schöner als Zeichnen ist natürlich das Fahren. Und Michael ist einer der Ersten im Cockpit. Am meisten freue ich mich darauf, das Auto bald auf der Teststrecke bewegen zu können, um einfach die ganzen theoretischen Daten, die wir haben einfließen lassen, mal in der Praxis auszuprobieren und dann auch wirklich mal im Lenkrad zu spüren. Im Rennen fahren leider 4 andere Kommilitonen, wenn der Wagen denn fertig wird. Denn heute wird das wohl nichts mehr mit dem geplanten Kabelbaum. Elektrotechnikstudent Martin kämpft noch mit 80 Metern Kabel und lötet, was das Lötzinn hergibt. Doch es dauert, bis so ein Innenleben fertiggestellt ist. 5 Tage später, in 2 Stunden, wird der Wagen zur Präsentation in einem Paderborner Autohaus abgeholt. Doch fertig ist er immer noch nicht, aber zumindest Lüftung und Elektrik sind drin. Genauso wie Lenkrad, Pedale, Achsen und Fahrwerk. Jetzt fehlen noch die Bremsen, Reifen und die Verkleidung. Geschlafen hat hier heute Nacht keiner, die Ruhe, sie ist dahin. Noch 1 Stunde, der Wagen muss jetzt langsam ein paar Bremsen bekommen. Nur Maschinenbauer Raphael ist noch recht gelassen. Wir haben wenig Zeit und wir sind in der Endmontage des Bremssattels und wollen jetzt eben mit dem Blech, dem Halterungsblech, die Bremssättel anmontieren. Anschließend kommen die Räder dran und dann geht's los. Von wegen Räder dran. Erstmal muss der unbequeme Rennsitz noch eingebaut werden. Es wird langsam wirklich eng. Und die Räder fehlen auch noch. Aber die sind in Rekordzeit angebracht. Da kann das Boxenteam schon mal üben. 500 Euro kostet so ein Reifen. Noch 5 Minuten. Endlich kann die Kunststoffverkleidung zugemacht werden. Die Namen der Sponsoren fehlen allerdings noch. Sie müssen vor Ort aufgeklebt werden. Jetzt ist das Wichtigste, dass der Motor läuft. Denn sonst wird es peinlich. Punktlandung. Und jetzt aber Vollgas. Ja. Ja, also die Leute vom WDR wollten es natürlich ein bisschen spannend machen. Also ein bisschen mehr als 5 Minuten waren es noch. Aber, also bis wir zum Rollout mussten. Aber ja, die Aufkleber waren halt noch nicht drauf. Also von daher, ja, sieht man jetzt hier oben rechts, da werden gerade noch schnell die Aufkleber draufgeklebt. Links sieht man, da sind die Aufkleber drauf und zum Aufräumen ist aber keine Zeit, das Auto muss jetzt los. Zum Glück sind alle aber richtig rum. Ja, und dann ging es los auf den Trailer drauf, natürlich als Zugfahrzeug ein Studentenauto. Ich denke mal, das ist bei euch in der Saison wahrscheinlich immer noch ein Thema, dass die Leute mit Anhängerkupplungen gerne mal verpflichtet werden, das Auto zum Testen zu fahren oder sonst irgendwo hin, wo das gerade mal hin muss. Ja, so war das halt. Und ja, Auto aufgeladen, dann ging es auch schon los. Und ja, da sieht man jetzt hier links, da ist das Auto noch verhüllt. Start des Rollouts im Porsche-Zentrum hier in Paderborn. Und ja, oben rechts kann man schön sehen, das ganze Team, was eben dahinter steht. Der Herr Plato noch mit dabei, die Frau Meister, aber auch unser erster Vorsitzender, der André Leifeld und ja, das ganze Team dabei. Und Florian Lok hatte die Ehre, im Auto zu sitzen als Fahrer. Genau. Und ja, wie sich das für einen ordentlichen Paderborner so gehört, ist das Auto natürlich dann auch noch ja, geweiht bzw. getauft worden. Das gehörte da auch noch mit dazu. Das wurde auch 2008 noch in Hockenheim gemacht. Also ja, das gehört eben fest zum Kern. Und ja, jetzt könnte man ja denken, so wie das vielleicht bei euch heute ist, der Rollout und dann können wir erstmal ein bisschen Urlaub machen und uns ausruhen. Nee, so war das bei uns nicht. Wir mussten dann direkt abends weiter zum Event, in dem ja nur ein Event in Hockenheim und ja, da musste eben hingefahren werden. Womit sind wir da hingefahren? Mit dem Auto nicht, aber wir hatten dank des Organisationstalentes von einigen Teammitgliedern den SCP-Bus. Man kann schlechter reisen, da war eine Playstation drin und Fernseher, Getränke, fließend natürlich. Eigentlich total super. Ja,
Bei dem Punkt möchte ich euch einfach wünschen, dass ihr genauso erfolgreich seid mit dem Wagen wie der SCP in dieser Saison. Wir drücken alle die Daumen. Auch die Ehemaligen sind immer sehr eng dabei, kommen gerne mal nach Hockenheim und schauen sich das an, weil für uns ist es eine Freude zu sehen, was daraus geworden ist. Und ja, das war unser ganzer Stolz in 2007. Unser Rennwagen hatte noch die Farben von Klaas. Jetzt hat sich das auch ein bisschen geändert. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, viel Erfolg. Die Familie und die Partner auf jeden Fall ein bisschen Verständnis aufbringen. Das machen sie aber ganz sicher. Und ein bisschen Geduld haben mit den Teammitgliedern, weil ja, es ist die tollste Zeit, die man sich vorstellen kann. Sehr viele Freundschaften bestehen bis heute. Und ja, einfach was sehr Großes, was da passiert. Und ja, ich hoffe, euch das ist genauso genießt wie wir. Danke. Ja, es hat sich viel verändert, aber sowas wie eine stressige Fertigungsphase ist wohl gleich geblieben in den 12 Jahren. Und genau deswegen möchten wir Ihnen jetzt einmal zeigen, wie unser PX-V18 eigentlich entstanden ist in den letzten Wochen. 273 Tage planen, konstruieren, fertigen und verfeinern. 247 Zeichnungen. 738 Blätter Schleifpapier. 40 Liter Harz, 2160 Prüfstandsminuten, 300 Stunden an der Drehbank. 275 Meter verlegte Kabel.
18. Vielen Dank. Nachdem wir Ihnen jetzt nicht nur den Rennwagen vorstellen durften, sondern auch das Team dahinter und in einem beeindruckenden Video die Fertigung, ist es endlich soweit. Ich lade Sie herzlich ein. Kommen Sie runter, betrachten Sie unsere Arbeit der letzten Monate mit uns und machen Sie sich selbst ein Bild, was wir da überhaupt gebaut haben. Draußen wird eine Kleinigkeit Essen für uns vorbereitet. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Vielen Dank.